Hallo und willkommen zu einem neuen Sonntagsvideo. Nach einer Woche Pause, letzte Woche habe ich ja nichts gemacht, aus diversen Gründen, die hier aber jetzt eigentlich nichts zu suchen haben. Und jetzt werde ich wahrscheinlich im YouTube-Algorithmus wieder ganz unten sein. Für die ist man ja scheint klinisch tot, wenn man ein paar Tage mal nichts veröffentlicht. Und jedenfalls geht es jetzt heute weiter. Und als kleine Entschädigung geht es nicht heute um einen Sonntagsfilm, sondern um zwei. Und die sind zwar handlungsmäßig, haben die miteinander nichts zu tun, aber irgendwie gehören sie doch zusammen, beziehungsweise kann man sie schon mal in einen Topf schmeißen. Nämlich geht es um diese beiden Filme, nämlich einmal Tod auf dem Nil und zum anderen Belfast. Das sind also ziemlich aktuell, die Filme. Im Kino liefen sie beide im Februar diesen Jahres, soweit ich weiß. Ich meine, kurze Abstand von 2 Wochen sind die rausgekommen. Und die sind beide vom Regisseur, von dem britischen Regisseur Kenneth Branagh. Und der, den habe ich ja schon immer mal wieder hier erwähnt, beziehungsweise es gibt einige Filme von ihm, die mir durchaus sehr gut gefallen. Nicht nur zum Beispiel der Thor aus dem Marvel Cinematic Universe, den er gemacht hat, oder also ganz besonders gefallen hat mir damals diese Frankenstein-Verfilmung, 94 kam die glaube raus, mit Robert De Niro als die Kreatur und Kenneth in der Hauptrolle als Frankenstein. Die hat wohl nicht jedem gefallen, aber ich fand es eigentlich immer ganz gut. Und ja, jetzt hat er also zwei Filme quasi parallel rausgebracht. Und wir fangen mal an mit Tod auf dem Nil. Da war er sowohl Regisseur als auch Hauptdarsteller. Nämlich ist das eine Verfilmung der Agatha Christie-Romane. Da gab es ja schon den Mord im Orient Express, den er auch gemacht hat. 2017 kam der, glaube ich, raus. Oder 18. Und da spielt er diesen französischen Detektiv Hercule Perrault. Ich hoffe, ich habe jetzt richtig ausgesprochen. Mit dem französischen Namen habe ich es nicht so. Und der hat einen neuen Fall quasi. Und diesmal geht es nach Ägypten, auf den Nil. Und das Ganze, dieser Mord im Orient Express, der hat ja in einem Zug gespielt und jetzt spielt halt ein Teil davon auf dem Schiff, also auf so einem Boot, der so auf Nil rumfährt. Und hier muss ich sagen, es ist auch ein bisschen das Problem des Films, nicht das Boot selber, sondern bis es erstmal dahin kommt. Der Anfang zeigt erstmal so eine kleine Hintergrundgeschichte über Peru, warum er jetzt zum Beispiel so ein Bart trägt. Also er hat ja diesen recht auffälligen breiten Bart hier oben. Und man macht also am Anfang erstmal einen Schritt zurück und zeigt ihn im Ersten Weltkrieg bei einem Gefecht. Und da wird er halt verletzt und dadurch kommt dann hat er so eine riesen Narbe da und deswegen lässt er sich im Bart stehen. Das ist eigentlich nötig, wäre das jetzt nicht gewesen, das unbedingt zu zeigen, aber gut, als Einstieg in den Film kann man das mal so machen. Und dann geht es eigentlich schon so nach Ägypten, beziehungsweise vorher noch ein bisschen in London. Und ja, jetzt muss man natürlich handlungsmäßig aufpassen, man darf natürlich nichts erzählen, weil letztendlich geht es hier um eine Aufklärung von einem oder mehrerer Mordfälle. Und da wollen wir natürlich erst am Ende wissen, wer es war. Und ja, grob könnte man es umreißen, dass Frau mit großem Vermögen auf den Flitterwochen mit ihrem frisch gebackenen Ehemann ist und sie wird quasi immer wieder so gestalkt von einer alten Liebe des Ehemanns. Und die verfolgt ihn dann quasi auch bis auf dieses Schiff. Und bis dahin ist es eigentlich relativ gemächlich alles, ruhig, passiert auch nicht wirklich viel. Und plötzlich passiert dann halt der erste Mord. Und der eigentlich nur als Begleitung oder als eingeladener Gast zu der
zu dieser Flitterwochenreise eingeladene Pierrot, der hat dann halt quasi wieder einen Auftrag und muss den Mörder ermitteln. Bis es soweit ist, lässt sich der Film, wie schon erwähnt, ziemlich Zeit. Also im Ganzen ist er etwa 2 Stunden lang, etwas über 2 Stunden. Und bevor es denn auf diesem Boot richtig zur Sache geht, ich denke mal, da ist locker über 1 Stunde rum. Davor befasst man sich viel mit so Vorgeplänkel und so. Viele schöne Aufnahmen, wie ich finde. Das sieht nicht jeder so, weil das ganze Ding wohl in einem Studio entstanden ist und quasi die Hintergründe, Ägypten, Pyramiden und was nicht alles, ist ziemlich nachträglich eingefügt worden. Also der Look dieses Films ist schon ziemlich digital, wie ich finde. Obwohl man, wenn ich das richtig verstanden habe, auf 70 mm bzw. 65 mm Film gedreht hat. Und ich denke mal, daher kommt dieser recht scharfe Look. Und das finde ich jetzt eigentlich gar nicht schlimm. Ich finde, im Gegenteil, es sieht sehr gut aus, auch wenn man natürlich die Hintergründe eingefügt hat. Aber ansonsten muss ich sagen, rein optisch gefällt der Film mir deutlich besser, wie ich dachte, nach dem, was ich so vorher drüber gehört habe. Und da kann der Film durchaus punkten. Aber wie gesagt, bis es zu der eigentlichen Handlung kommt, wo ein Mordfall aufgeklärt wird, dauert es halt doch sehr schnell, sehr lange. Und dann geht es auch recht schnell rum, das Ganze. Und man kriegt dann im mehr oder weniger vorgekaut, wer es nicht gewesen sein kann, warum und weshalb. Das ist durchaus interessant anzusehen und macht am Ende ist es auch schlüssig und ich denke mal, das ist auch der Vorlage geschuldet. Wie gesagt, Agatha Christie. Ich kenne die Vorlage als Buch nicht und ich kenne auch diesen anderen Film nicht, den es darüber schon mal gibt. Ich glaube, ist das nicht sogar mit Peter Ustinov, der hat diesen auch gespielt, diesen Detektiv. Ist auf jeden Fall schon eine ganze Weile her, dieser Film, aus 60er oder 70er Jahren. Ich könnte gerade mal gucken. Ja, 78 war das, Tod auf dem Nil. Gab es schon mal eine Verfilmung mit Peter Ustinov in der Hauptrolle. Und wie gesagt, kannte ich vorher auch nicht, kenne ich jetzt immer noch nicht. Wenn man das nicht kennt, ich denke mal, ist das wie beim Mord im Orient Express schon vom Vorteil, überhaupt bei diesen Filmen, wo es um die Aufklärung von einem Fall geht. Wenn man das Ende schon kennt, ist es eigentlich relativ unspektakulär, denn die Auflösung und man fiebert dann halt auch nicht mehr so mit. Wobei ich jetzt hier auch nicht unbedingt mitgefiebert habe. Das ist, wie gesagt, relativ ruhig erzählt, das Ganze. Ich will jetzt nicht sagen langatmig. Die 2 Stunden fühlen sich auch so in etwa wie 2 Stunden an. Ist jetzt nichts Dramatisches. Aber ich hätte mir vielleicht so ein bisschen Kürzung gerade so in der ersten Hälfte gewünscht. Da lässt der Film sich für meinen Geschmack ein bisschen zu viel Zeit. Aber ansonsten muss ich sagen, ist der Tod auf dem Nil durchaus ein Film, den ich mir gerne mal angeguckt habe. Also mehr wüsste ich jetzt erstmal gar nicht so zu sagen. Wie gesagt, Tod auf dem Nil. Für alle, die sich gerne mal ein klassisches Kriminalstück angucken wollen und dafür ein bisschen mehr Zeit bringen, wie es eigentlich braucht, um diesen Fall aufzulösen. Ansonsten, wie gesagt, kann man sich durchaus mal angucken. Im Vergleich zum Mord im Orient Express ist schon so lange her, wo ich den gesehen habe. Da war es aber ähnlich. Ich habe mir nochmal meine Bewertung von damals angesehen. Da habe ich es im Prinzip gleich ähnlich gesehen, dass es durchaus auch ruhig inszeniert war. Wobei ich beim Mord im Orient Express sagen musste, der ist rein optisch, glaube, was die Effekte angeht, etwas besser gewesen. Obwohl, ich weiß nicht, da gab es, glaube ich, so ein kein Zugunglück, aber da war irgendwas mit einer Brücke. Irgendwas, was auf so einer Brücke gespielt hat. Das sah schon sehr gut aus. Sowas fehlt jetzt hier beim Tod auf dem Nil. Da ist eigentlich das Ganze,
alles rundherum Special Effects, wie gesagt, komplett im Studio entstanden, nach dem, was ich so in den Making-ofs gesehen habe. Und ja, also das sollte der erste Film gewesen sein. Kommen wir zu Film Nummer 2. Und dabei handelt es sich um den Film Belfast. Auch von Kenneth Branagh. Der spielt hier zwar keine Hauptrolle, beziehungsweise spielt überhaupt nicht mit. Hat den Film als Regisseur inszeniert und hat auch das Drehbuch dazu geschrieben. Und wie man so hört und was man so sieht und was man so weiß, ist es ein sehr persönliches Ding, weil also es ist jetzt keine Autobiografie von ihm, aber er ist halt selber in Belfast aufgewachsen, zumindest so die ersten 9 oder 10 Jahre. Und so grob erzählt er so seine Geschichte, wie er 9 Jahre alt war. Und deswegen geht es um diesen Film, um einen 9-Jährigen namens Buddy. Der lebt mit seinen Eltern in Belfast, in einem Arbeiterviertel. Ende der 60er Jahre, ich glaube 69 spielt der Film. Und wie gesagt, mit seinen Eltern, seinem Bruder. Und sein Vater ist regelmäßig für mehrere Wochen in England zum Arbeiten. Und er wächst halt auf, geht gerne ins Kino oder ins Theater oder so und spielt mit seinen Kumpels, Freunden. Und plötzlich beginnen da in Belfast diese Unruhen. So ganz kenne ich diesen geschichtlichen Hintergrund nicht. Es geht wohl Protestanten, Katholiken und dergleichen. Auf jeden Fall befindet sich Buddy da mitten in einer Straßenschlacht. Und ab da ist dann so in diesem Viertel oder allgemein in der ganzen Stadt Unruhe. Militär rückt auch an. Aber ansonsten geht, will ich jetzt erstmal sagen, alles seinen gewohnten Gang. Die gehen wieder zur Schule oder spielen mit ihren Kumpels. Aber es ist halt, man merkt halt schon, dass diese Stadt so ein bisschen im Ausnahmezustand ist. Und das ist auch der Grund, warum der Vater, der ja in England arbeitet, überlegt bzw. eigentlich fest vorhat, Belfast zu verlassen und mit seiner Familie nach England zu ziehen, weil er da Chance auf einen guten Job hat und auch Haus und dergleichen. Aber seine Frau will halt nicht, Buddy will gar nicht. Und außerdem gibt es dann noch die Großeltern, die sie zurücklassen müssten oder die auf jeden Fall nicht mitkommen würden. Und ja, darum geht es halt im Prinzip in dem Film. Und letztendlich mehr passiert eigentlich nicht. Also so eine wirkliche Handlung von A bis B oder A bis Z gibt es da nicht. Man verbringt einfach ein paar Tage, Wochen mit Buddy und seiner Familie, wie sie so in diesem ganzen Unruhen leben. Was man nicht erwarten sollte, es sind große Straßenschlachten, die gezeigt werden. Sicher gibt es hier, ich glaube, 2 Szenen gibt es da, wo das gezeigt wird. Ist auch teilweise, ich will jetzt nicht sagen brutal, aber schon etwas härter. Aber um das geht es in diesem Film eigentlich nicht. Das ist nur so quasi der Aufhänger. Letztendlich geht es so halt um den 9-jährigen Buddy, wie er so alles rumrum so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen ausblendet, aber auch durch seine Liebe zum Film oder zu anderweitigen Tätigkeiten kann er so dieser grauen Realität so ein bisschen entfliehen. Und das wird auch im Film der dargestellt, dass der Film an sich in Schwarz-Weiß ist. Aber wenn Buddy halt im Kino ist oder im Theater, dann wird das, was er sieht, was auf der Leinwand ist oder was im Theater aufgeführt hat, das ist in Farbe. Also so quasi so ein bisschen Realität und Fantasiewelt. Ist recht schön gemacht. Aber mir fehlt halt so ein bisschen die
so eine richtige Handlung und die hat der Film halt leider nicht. Was eigentlich ein bisschen komisch ist, weil Brennack hat für das Drehbuch für den Film einen Oscar bekommen. Aber da geht es halt wirklich nicht immer nur um eine originelle Handlung, sondern auch um die Figuren, die gezeigt werden. Und das ist halt sehr gut in diesem Film. Alle Charaktere, die so drin vorkommen, haben irgendeine Story, haben irgendeine Geschichte und die Dialoge an sich sind auch sehr schön geschrieben. Und man merkt halt schon, dass das so ein persönliches Ding des Regisseurs ist dass es ja letztendlich um ihn geht. Es gibt auf der Blu-ray auch ein alternatives Ende. Ich glaube nicht, dass das überhaupt geplant war, das so ins Kino zu bringen, dass das von Anfang an mehr so ein Ding für die Blu-ray war. Da wird nämlich dann gezeigt, wie Brennack zurück nach Belfast kommt und durch die Kulissen der Stadt geht und seine Familie quasi wieder sieht. Und ich finde das sogar eigentlich einen emotionaleren Abschluss des Films, aber der wird sich schon was dabei gedacht haben, dass er das nicht in den richtigen Film mit reingebracht hat. Und aber daran merkt man dann halt, dass das so ein persönliches Ding von ihm war und so ist der Film auch im Prinzip zu verstehen. Ja, was gibt es sonst noch zu Belfast zu sagen? Im Prinzip war es das erstmal. Also es ist kein Film, der jetzt eine wirklich klassische Handlung erzählt. Das ist mehr so ein Zeit mit Figuren verbringen. Er sieht optisch sehr, sehr gut aus. Ich habe mir die Making-ofs mal angeguckt. Ich dachte erst, gerade das Ende, dann das alternative Ende, wo er in diese Straße zurückkommt, ist das jetzt wirklich, sieht das jetzt heute noch so da aus oder haben die das nachgebaut? Also in Making-of sieht man dann, dass es nachgebaut ist, aber sehr schön nachgebaut, muss ich sagen. Also so diese 60er Jahre Arbeiterviertel-Atmosphäre, die kommt da richtig gut rüber. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das wirklich so war, aber ich gehe mal von aus, da er selber da gelebt hat, denn der wird schon sich erinnert haben, wie es damals da aussah. Und da wird er nicht großartig was dazu gedichtet haben. Aber das sieht sehr schön aus. Und das Schwarz-Weiß, ich weiß gar nicht, ob es Schwarz-Weiß gedreht oder ob nachträglich die Farbe rausgenommen worden ist. Ich denke mal eher Letzteres, weil wie gesagt auch ein paar Farbszenen drin sind. Aber das kann ich nicht beurteilen. Es sieht mir ein bisschen wie nachträglich in Schwarz-Weiß umgewandelt aus, weil so den klassischen Schwarz-Weiß-Look hat es eigentlich nicht so wirklich. Für mich war es alles so ein bisschen eher silbern, was aber optisch sehr schön war. Also mir hat es sehr gut gefallen, in Verbindung mit den Kulissen und alles sehr gut. Und ansonsten, wen kann ich dem Film empfehlen? Erstmal allgemein an Filmliebhaber. Oder Leute, die sich für die Geschichte von Belfast so ein bisschen interessieren, wobei das jetzt hier auch keine Geschichtsstunde ist. Diese Hintergründe über diese Ausschreitungen, die wurden mir jetzt nicht so klar gemacht, warum es da jetzt wirklich so zur Sache ging. Ich denke mal, da wird vorausgesetzt so ein bisschen, dass man sich mit der Geschichte auskennt. Ich kannte mich da jetzt nicht aus. Und das ist es jetzt auch nicht. Es ist auch kein Film, der großartig Action bietet. Wie gesagt, so zwei, drei Straßenkampfszenen. Aber das ist jetzt auch nichts Großes. Der Film ist auch mit seiner Länge von knapp 90, 95 Minuten, ich glaube 99 oder 98 geht er, also nicht sehr lang. Und langatmig schon gar nicht. Also das war die Zeit geht recht gut rum in dem Film. Auch wenn eigentlich nicht wirklich eine Handlung erzählt wird. Aber ansonsten muss ich sagen, mit Sicherheit auch kein Film für jedermann. Oder jede Frau. Oder jedes Divers.
Aber das trifft eigentlich auf beide Filme zu, die ich heute habe. Also erstmal Belfast, wie gesagt. Mir hat er gefallen. Besser wie Tod auf dem Nil. Wobei Tod auf dem Nil sieht besser aus. Belfast hat die schönere, ich sag's jetzt, ich nenne es jetzt mal Geschichte. Ansonsten, ja, soll es das für heute gewesen sein? Mal wieder zwei neue Filme. Ich habe noch zwei neue Filme bestellt. Die sind auch schon da. Das heißt, es geht jetzt wieder regelmäßiger weiter. Ich habe auch ein neues Bauprojekt, was ich anfangen werde. Also ich denke mal, in den nächsten Wochen wird es wieder mehrere Videos geben. Und wir werden diese Pause, diese eine Woche Pause, die jetzt war, die wird man mal ganz schnell vergessen. Und werden jetzt wieder im normalen Rhythmus weitermachen. Gut, also das soll es für heute gewesen sein. Wer sich einen von diesen Filmen angucken will, nicht uneingeschränkt empfehlenswert, beide nicht, weil diese doch schon sehr speziell sind, aber beide auf ihre Weise durchaus ihre Berechtigung haben, von dem einen oder anderen mal unter die Lupe genommen zu werden. Und bis dahin, einen schönen Sonntag oder... Ich hatte gerade gesagt, einen schönen Sonntag oder dergleichen. Jetzt hat nämlich meine Kamera gerade ihre halbstündige Auszeit genommen. Also, das war es jetzt aber wirklich. Bis zum nächsten Video.